Muteba ist übrigens ein Schulfreund von einem aus meinem Nachbardorf. Der ist halb Sambier, halb Deutscher und ist in Sambia zur Schule gegangen und dann wegen dem Job nach Deutschland gekommen. Und den habe ich im Vorfeld gefragt, halt, ob der mir ein paar Kontakte klar machen kann in Sambia. Ja, und so bin ich an den Herrn Muteba gekommen. Dankeschön für die Unterkunft. Ich werde es sehr genießen. Guten Morgen. Ich lasse mir gerade Wasser ein für die Dusche. Der Quatscha ist die bestlaufendste Währung der Welt. Läuft gerade in Nachrichten. Also, ich und Koji gehen jetzt in die Stadt. Ja, was soll man sagen? Die Stadt angucken. Er war die letzten Jahre in China, in Wuhan tatsächlich, und hat das Ganze mit dem Lockdown mitbekommen. Ja, ganz interessant. Sehr viele Leute. Also wir sind jetzt in der Stadt und jetzt erstmal gehen wir zum Immigration, weil ich gerne mein Visum upgraden würde. Ich habe nur ein Single-Entry-Visum. Es gibt aber das Kaza-Visum, das dir auch den Zutritt nach Simbabwe und Botswana ermöglicht. Und für Simbabwe bräuchte ich das. Für Botswana brauche ich eigentlich kein Visum. Aber da frage ich jetzt mal nach, ob ich das upgraden kann. Ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass Sambia ein bisschen mehr entwickelt ist. Sehr viel mehr Autos auf der Straße und keine Tuk-Tuks oder Motorbikes. Also das Immigration Office hat geschlossen. Aber dafür gehen wir jetzt ins Sambia Museum. Da ein großes Regierungsgebäude. Und die Freiheitsstatue, die sambische Freiheitsstatue. Hier ist das Museum. Lusaka National Museum. Ja, schauen wir uns mal an. Roshi war auch noch nicht da. Hier sehen wir die vielen verschiedenen Sprachen in Sambia. Hier wird nicht nur eine Sprache gesprochen. Tonga, Lunda, die Sprache von Muteba und seiner Familie, Bemba, Chewa. Hier sehen wir den Ladeplan von einem Sklavenschiff. Die waren da alle angekettet am Liegen. Hoppla, Steckdose auf dem. Hier steht, dass Deutschland auch mal Sambia angegriffen hat, und zwar von Tansania aus im Ersten Weltkrieg. Das war mir neu. Aber dann hat der General erfahren, dass Deutschland schon aufgegeben hat in Europa und haben Waffenstillstand gemacht. Ja. Also hier in Sambia haben die zwar schon Kloschüsseln, aber kein Klopapier und die Spülung geht auch nicht. COVID-19 is real. Yeah, it is. Hier ist eine Tafel, wie die Tazara gebaut wurde, nämlich von Chinesen. Und so haben die den Weg freigemacht. Einfach Bäume zertreten. Oder hier den besten Weg gesucht. In den 70ern. Ja, das war's. Koji bestellt gerade einen Uber. Und dann geht's weiter. Erstmal was essen, denke ich. Da ist noch eine Moschee. Es gibt nur 5% Muslime hier, aber irgendwie zwei fette Moscheen. Das ist übrigens Ziegenfleisch.
erste Mal, dass ich Ziegenfleisch esse. Wir schauen uns jetzt noch die Universität an und dafür geht's erstmal durch diese Mall. East Park Mall. Okay, wir sind jetzt in der Uni. Das sind die Wohnheime. Hier werden die Lehrer ausgebildet, School of Education. Hier sind all die Namen eingetragen von den Studenten, die einen Master gemacht haben. Jurastudenten, Philosophie. Hier ist Studentendorf. Hier ist ein Conference Center und davor Gazellen. Was für eine Sichtung. Also hier ist das Parlament, da ist die Einfahrt. Ja, ich wollte es mir angucken, aber ich dachte, es wäre ein bisschen spektakulärer. Aber man sieht gar nicht das Gebäude. Visitors, Carpa. Noch ein paar Slushes. In der Mall. Muteba ist jetzt noch dazu gekommen und wir die Mutter oder Ehefrau hat heute Geburtstag und wir feiern jetzt noch ein bisschen den Geburtstag in diesem Lokal. The Night Jar or the Prime Joint. Arm ist, wer am Ende seines Geldes noch zu viel Monat übrig hat. Wir warten noch auf das Essen und Muteba hat uns was zu Sambia zu erzählen. Hallo, Freunde. This is Zambia. We want you to come and visit Zambia. Come and have an African experience. Come and see our wildlife. Come and see our Victoria Falls. Come and spend time with our friendly people. Come and enjoy your holidays here. Thank you. Cheers. Cheers. And try some flying fish. Flying fish, lemon or, flavor. Yeah, or mossy. We have more beers than Bavaria. So please come to the Lusaka Oktoberfest. Yeah, try Zambian diversity. Yes. And mossy, he recommended me mossy this come day. And get mossy. And come to Prime Joint. This beer is better than any beer in Germany. Let's have a competition. So you must come and try. They'll block you. Who block you? Don't you see even in movies, they don't show the brand of the name of the beer like I take it. Guten Morgen, nächster Tag. Wir sind wieder in der Stadt unterwegs. Es geht jetzt erstmal zum Busbahnhof und danach zum Fußball Champions League gucken. Wir essen jetzt noch Pizzakuchen am Busbahnhof. Ich habe mir schon ein Ticket gekauft für morgen Richtung Livingstone, das ist die Stadt bei den Victoria-Fällen. Hier ist das Stadion. Das ist das Ticket. Es spielt Red Arrows versus CD Agosto aus Angola. Champions League. Es gibt gar keine Einlaufkinder. 1-0 für die Freunde aus Angola. Ich habe das Tor leider nicht mit drauf. 1-1 Ausgleich. War abseits. Zweite Halbzeit. Ecke für die Red Arrows. In ungefähr 70. Minute vielleicht.
das war's. Sambia hat verloren mit Arrows. Aber es gibt noch ein Spiel. Wir fahren jetzt nochmal zur East Park Mall. Treffen noch einen anderen Kontakt von Patrick. Also der aus meinem Nachbardorf. Ja, da war das ein Feminist Festival. Es hat um 12 Uhr schon begonnen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch läuft, aber wir schauen uns das mal an. Da ist das Festival, da ist die Bühne. Oh, Video. Also, da ist die Party. Hier gibt es ein bisschen Essen. Da. Trinken. Ja, für das Festival war die Stimmung nicht so da. Deswegen sind wir jetzt noch auf dem Weg zu Kojis Onkel. Ja, in noch einer anderen abgesperrten Wohnbereich hier. Hier haben die Leute sogar Waschmaschinen. Gab es bei Koji zu Hause nicht. Diese Hausbesitzer schützen sich sogar mit elektrischen Zaun. Es sind auch schon fette Häuser hier. Aber Kojis Onkel wohnt hier. Hier wird noch nach Telefonnummer gefragt und der Grund des Besuchs.